Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir befinden uns hier auf der A104 oder irgendwie sowas, glaube ich. Und zwar, wir befinden uns auf dem Ring in Paris. Nein, es geht nicht zum Disneyland, es geht zu einem anderen Park. Und ja, da wir uns gerade im Stau befinden, habe ich hier auch genügend Zeit, auch ein bisschen in Ruhe zu vloggen. Und das sogar auf einer französischen Autobahn. Man soll es kaum glauben. Ja, wo es gleich hingeht, das seht ihr dann im nächsten Take. Und ich würde vorschlagen, da melde ich mich dann wieder. Und dann, ja, wisst ihr, was geht. Bis dahin. Jo, und ich glaube, ich brauche jetzt, wenn man den Hintergrund sieht, nicht mehr zu erwähnen, wo wir uns befinden. Ja, ich bin endlich im Ziel meiner Träume angekommen, Park Asterix, juhu, juhu, juhu. Wir haben jetzt Mittag, es sind schon ja, 12:30, ich weiß, zugegeben, ist ein bisschen spät, aber ja, wir sind jetzt halt gerade reingekommen. Auch wieder, genau wie im, Dingens, im Nigloland, auch wieder sehr aufwendige Kontrollen, also richtig so mit Metalldetektor und allem Piff, Paff, Puff. Aber lief super und ja, sind wir jetzt reingekommen und da wir eben nicht so viel Zeit haben, labere ich jetzt auch heute nicht ganz so viel und dementsprechend, wir ziehen jetzt los und ich mache ein bisschen den Park unsicher. Schönen Gerät hier hinter mir drauf und zwar auf der Holzachterbahn und das ist mal eine Holzachterbahn, ein schweinegeiles Teil, auf jeden Fall sehr sehr geil und überhaupt bisher so, wir sind jetzt knappe 2 Stunden hier im Park und es ist wunderschön hier das Obelix und total geil, aber wow, das ist ein Brett, also ganz viele Bretter sind das, aber holla die Waldfee, geile Holzachterbahn, richtig geiles Teil. Mir waren wir dann jetzt gerade drauf. Geiles Teil. Also Osiris ist mal echt ein Knüller-Achterbahn. Ob mir die jetzt so viel besser wie die Mamba gefällt, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geiles Teil. Also Thematisierung richtig cool, Wartbereich richtig geil und ja, Fahrt sowieso. Vor allen Dingen auch ein bisschen länger wie die Mamba. Also Daumen hoch. Fettes Teil, geiles Ding und direkt nochmal. Juhu! We'll be right back.
nachdem ich dann gerade auf Le Grand Splash war, geile Wasserbahn, vor allen Dingen hat mich gewundert, ist super, super lang, also über 7 Minuten dauert die Fahrt und ich bin ja, gut durchnässt, aber das ist richtig schön und angenehm bei dem Wetter. Ja, und danach sind wir dann jetzt hier in einem von unbeugsamen Galliern bevölkerten Dorf angekommen. Juhu! Zum Abschluss des Tages sind wir dann noch endlich im wichtigsten Dorf überhaupt angekommen. Ja, und hier gibt es auch übrigens Fisch. Wer Fisch mag, ja, wer auf Fisch steht, bitteschön. Und wir wissen es ja, die sind immer frisch hier. Mhm. Auch wenn Automatik immer was anderes behauptet. Aber die sind frisch. Man riecht's. Und das war's dann für heute hier aus dem Park. Und die Schreie, die Hütte, das ist die Achterbahn hier hinter mir. Pegasee Express konnten wir heute leider noch nicht ausprobieren, weil Soft Opening jetzt anscheinend läuft. Ich weiß nicht, ob für jedermann, keine Ahnung, oder ob man das reservieren muss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, das kommt dann die nächsten Tage noch dran. Wir hatten aber trotzdem hier viel, viel Spaß jetzt in den paar Stunden, die wir hier waren. Wetter war super, super geil und ja, super geiler Park. Wenn das Auto hier durch ist, dann kann ich auch weiter labern. Auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich melde mich vielleicht gleich dann nochmal ganz kurz aus dem Hotel, wenn wir dann da angekommen sind. Wir sind wieder im Hotel. Wir haben inzwischen auch schon 10:30, sprich wir waren jetzt noch essen und ja, haben uns hier ein bisschen häuslich im Hotelzimmer eingerichtet. Roomtour gibt es jetzt heute nicht, ist halt ein Hotelzimmer, wie man das kennt, mit einem Bett. Ich sitze hier auf so einer kleinen Couch. Und ja, einem Badezimmer, einem Klo und einem großen Fernseher mit Schreibtisch. Ja, deutsche Programme gibt es hier übrigens nicht im Fernsehen, aber ist auch nicht so schlimm. Gestern zum Beispiel hatten wir im anderen Hotel noch Home Shopping Europe als deutschsprachigen TV-Sender. Also von daher geht auch ohne ganz gut. Ja, kurzes Abschlussfazit zum Tag. Ich bin, wie man vielleicht sieht, ein wenig rot geworden, weil Wetter war super genial. Der Park ist auch super genial. Ich habe ja schon ein bisschen was zu den Eindrücken gesagt und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen geht es auch morgen wieder hier in den Park und ja, vielleicht gibt es auch noch eine andere kleine Überraschung. Die habt ihr dann aber eventuell möglicherweise schon längst gesehen oder noch nicht. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ja, das ist soweit dazu. Und da ist das jetzt an der Stelle gewesen ist, mache ich jetzt einfach, ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt genau alles schneide oder nicht schneide. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt einfach schon mal auf jeden Fall für heute. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Teil 2 dieses Vlogs. Wir sind wieder, wie man unschwer hinter mir erkennen kann, im Park Asterix. Obwohl, man könnte eigentlich meinen, das hier ist Park Obelix. Ich wollte euch eigentlich direkt was richtig Cooles sagen. Das ist mir nämlich gestern schon aufgefallen auf dem Parkplan. Die machen tatsächlich jeden Tag neue Parkpläne. Total geil. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Sprich, jeden Tag mit Datum, mit aktuellem Wetter, mit aktuellen Showzeiten und allem wird das jeden Tag neu gemacht. Das finde ich mega geil. Das finde ich richtig cool. Ist zwar einerseits Verschwendung, weil die übrig bleiben, wandern wahrscheinlich in den Müll. Aber ansonsten finde ich das schon richtig, richtig cool. Und der nächste wichtige Vlog-Eintrag darf natürlich auch nicht fehlen. Und zwar, ihr wisst ja alle, ich bin Kaffee-Junkie und yay, hier gibt es auch Refill, Kaffee-Refill für 5 Euro. Juhu, ich bin glücklich. Und das sogar in grün, meine Lieblingsfarbe. Juhu. Schlimm, ja? Ich sage nur Koma halt, ne? Ja. Aber lustige Fahrt, auf jeden Fall. Aber ouch. Ouch, ja. Ouch. Ich weiß, warum ich da nicht drauf gehe. Ding, 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 ding. Komm mir vor wie auf dem Flipper. Bing, 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 bing. Jo, und nachdem ich jetzt gerade auf Gudurix war, machen wir jetzt erstmal was Entspanntes. Ja, voll gegen die Sonne, das ist immer gut. So erkennt ihr nur einen dunklen Fleck mitten in der Kamera. Aber das ist auch nicht schlimm, weil so hübsch bin ich ja eh nicht, wie ich in einem Kommentar schon gehört habe. Dislike, weil der Typ so hässlich ist. Ja, so viel aber dazu.
Ja, wir machen jetzt hier was Entspanntes, und zwar so eine schicke Bötchen-Rundfahrt. Sehr entspannend, sehr schön durch den griechischen Themenbereich. Man hört es auch an der Musik. Ja, bisher, der Park ist heute ein bisschen voller wie gestern, glaube ich. Aber klar, wir haben ja auch Freitag. Die sind hier auch schon aufbauten und machen für die Eröffnung von Pegasee Express. Und ja, hier keine Ahnung, was die da alles installieren, tun, machen. Und ja, leider können wir damit noch nicht fahren, auch wenn hier Soft Opening ist, aber keine Ahnung, ob man sich da Tickets irgendwie vorher besorgen muss oder wie auch immer. Aber ich gucke da gleich nochmal vorbei, wie das da aussieht, ob ich da vielleicht dann heute doch schon mitfahren kann oder leider noch bis ein paar Tage warten muss. Schauen wir einfach mal. Und ja, das soweit dazu. Ich frage mich nur, was der komische Amor hier soll. Wir sind doch in Griechenland. Gibt es da auch einen Amor? Das ist kein Amor. Aha. Was ist das denn dann? Das sind diese Boten. Ja, sag ich doch. Das ist nicht Amor. Ja, sicher ist das Amor. Den gibt es auch in Griechisch. Ja, den gibt es auch in Griechisch. Und da gibt es eine griechische Meerjungfrau. Arielos. Heißt in Griechisch. Oder irgendwie so. Ja, ich laber schon wieder viel zu viel. Tschüss. Hier gerade mal die Show gegönnt und ja, ist eine ganz lustige Show gewesen, hat Spaß gemacht, ja, ist mal was anderes gewesen, so Battle zwischen Römern und Galliern, auf jeden Fall ziemlich cool, ja, und ich war auch ungefähr für 10 Sekunden Bestandteil dieser Show, naja, okay, wer so ein hübsches fotogenes Gesicht hat, ist ja klar, nee, Quatsch, ja, Gott sei Dank musste ich nichts machen in einer Sprache, die ich nicht verstehe, Schwein gehabt. Da das Wetter gut ist, habe ich mir gedacht, machst du dann mal das Rafting, du trocknest ja schnell. Na gut, okay, trocknen muss ich gar nicht, weil ich quasi trockener rausgekommen bin, wie ich reingegangen bin. Was ist das für ein Rafting hier? Keine Ahnung, entweder hatte ich nur verdammt viel Glück oder irgendwas läuft hier schief beim Rafting. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr trocken. Extrem trocken. Schade. Fast trocken. Shame over me, ich habe doch tatsächlich vergessen, mich gestern Abend noch abzumelden und den Vlog zu beenden. Und das tue ich dann jetzt auch an dieser Stelle und sage Tschüss bis zur nächsten Ausgabe, die für uns jetzt in diesem Moment nur noch ein paar Sekunden dauert, für euch vielleicht einen Ticken länger. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video bei MA Pictures Freizeitpark TV.